Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem D-Junioren-Spiel Türkgücü Hanau gegen SV Bonames. Hier unsere Aufstellung: Dennis, Kerim, Ömer, Enes, Devran, Mauri, Yiğit, Serbest, Salih, Furkan und Eren. Trainer: Henry, Samkiran. Und auch der Schiedsrichter der Partie, ein bekanntes Gesicht, Enes Acer. Ja, und der andere Enes durfte dann direkt starten. Enes Tiryaki mit dem Anstoß. Unsere Jungs in den schwarzen Trikots. Und SV Bonames in weiß von links nach rechts. Und die hatten auch schon die erste Aktion im Spiel, aber unser Keeper Dennis kann da klären. Salih hier auf Ömer. Dann nochmal Salih. Suchte hier Devran Günel und er steckt durch. Enes kommt da nicht an den Ball. Dann eine Ecke durch Salih. Er bringt den Ball rein. Das war ganz knapp. Yiğit hier auf Devran. Und das machten die Jungs sehr, sehr gut. Aber Enes stand da im Abseits. Ömer mit dem Ball nach vorne auf Yiğit. Gegen den Torhüter. Aber Marco, der Keeper, kann da klären. Und weil es so schön war, nochmal Ömer mit dem langen Ball auf Yiğit. Und Yiğit jetzt alleine gegen den Torhüter. Macht er ihn rein? Doch, er scheitert. Ja, Henry reagierte, nahm Yiğit raus, brachte Furkan in die Partie. Und Bonames mit dem Freistoß und Adam Murshid schießt den Ball übers Tor. Auf der rechten Seite Furkan bringt den Ball rein, doch Enes kommt da nicht an den Ball. Henry Samkiran dirigierte von draußen. Und dann die nächste dicke Chance durch Serbes. Was war da los? Mauri auf Devran Günel. Dann rechte Seite Furkan und er macht ihn rein, das 1:0. Salih hier mit einem tollen Pass sieht auf der rechten Seite Furkan Durmuş und er mit einem tollen Abschluss. Das war das 1:0 und Furkan machte jetzt Dampf von der rechten Seite, brachte den Ball hier rein und Devran Günel. Dann die nächste Chance, Salih setzt sich hier durch und der Ball kullert rein zum 2:0. Stark gemacht von Salih Öztaş. Da setzt er sich gegen drei Gegenspieler durch. Ja, der Torhüter sah da ein wenig unglücklich aus, aber kann passieren. Kopf hoch. Immer wieder tolle Aktionen von unserer Mannschaft. Würfe von Selim, die waren gefährlich. Und dann Adam schießt und der Ball geht rein. Was war das für ein kurioser Treffer? Adam Bachtal schießt aufs Tor und Dennis passt da für einen Moment nicht auf. Kann passieren. Das war der Anschlusstreffer zum 1:2. Ja, und der Zehner machte wirklich viel Dampf. Hier setzt er sich durch gegen Salih, dann gegen Kerim. Und bringt den Ball rein. Aber da steht keiner. Ömer mit dem Einwurf. Devran. Und da verstand er die Welt nicht mehr. Sagt, ich habe meinen Gegenspieler nicht gefoult. Ja, und Henry wurde jetzt lauter.
Und dann nochmal SV Bonames, aber das war nicht gefährlich. Dann der weite Abschlag durch Dennis, sieht auf der rechten Seite wieder Furkan. Und Furkan setzt sich da durch. Und dann hat er hier noch die Übersicht, spielt auf Enes und der macht das 3:1. Was für ein herrlich herausgespielter Treffer. Das 3:1. Da setzt er sich auf der rechten Seite durch, Furkan. Und dann Enes Tiriaki. Ja, und ein tolles Bild. Enes Acer bekam Feedback von seinem Schiedsrichterbruder Kubilay Acer in der Halbzeitpause. Dann ging es weiter mit der zweiten Hälfte. 3:1 die komfortable Führung. Aber Bonames war natürlich immer wieder gefährlich. Salih auf Enes. Und dann Furkan auf der rechten Seite setzt sich hier durch. Sein Schuss wird hier noch abgeblockt. Aber dann kommt der Ball hier zu Devran. Auch sein Schuss wird da abgeblockt. Also die Chancen waren da. Und immer wieder Devran Günel, Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Türkgücü. Und Mauri mit einem tollen Pass hier auf Furkan. Er bringt den Ball rein, aber diese schöne Kombination können die Jungs leider nicht mit einem Treffer veredeln. Ja, dann nochmal Adam Bachtal hier auf der rechten Seite, setzt sich da durch. Und dann auch gegen Mauri. Und was macht er? Auch am Keeper vorbei. Das 2:3. Der Junge hat definitiv Talent. Starker Spieler, setzt sich da super durch. Und auch dieser überlegte Abschluss. Ein sehenswerter Treffer. Ja, wie sah dann unsere Antwort aus? Enes Tiriaki feuert einen ab. Doch der Keeper kann halten. Und auch Furkan scheitert hier mit einem Freistoß. Ja, Mehmet Bayram hatte dann sichtlich Spaß. Unser Jugendleiter. Und dann die große Chance für Bonames durch Adam Murshid und Devran Günel. Er bedient hier Furkan Durmuş. Aber die Gäste können da ins Seitenaus klären. Selim mit dem Schuss nach vorne. Und hier kann Kerim klären, wird da auch gefoult. Und dieser Zweikampf war natürlich wichtig. Der Freistoß durch Selim und der Ball geht ins Aus. Dann war nicht mehr lange zu spielen. Wir können hier nochmal zur Ecke klären. Dann die letzte Ecke im Spiel. Die Jungs mussten also aufpassen. Ja, dann passierte nichts mehr. Wir gewinnen verdient mit 3:2. Glückwunsch an die Jungs. Die Apocalypse.